Freunde, einige von euch haben mich auf dieses Video aufmerksam gemacht. Es heißt Clans, große Gefahr oder rassistisches Klischee 13 Fragen. Let's go. Ich bin in Berlin, in Köln geboren und groß geworden, ja. Es wird jetzt auch egal, wer es mit dem Kopf schüttelt oder wer das halt witzig findet. Ich kenne alle Familien und ich habe noch nie einen Clan gesehen. Wir versuchen jetzt hier irgendwas einzureden. Ja, das gibt Clans, wir müssen alle aufpassen. Alles Bullshit. Das stimmt auch Ralf, nicht. Was hat er? Also das ist falsch, aber total falsch. 13 Fragen, hier kommt die erste. Was glaubt ihr, befeuern Polizei und Medien in Sachen sogenannter Clankriminalität rassistische Vorurteile? Wenn ihr sagt eher ja, da werden ja ganze Großfamilien stigmatisiert, dann bitte auf dem grünen Feld positionieren. Wenn ihr sagt eher nein, da geht es weniger um Rassismus als um eine unterschätzte Gefahr, dann bitte auf dem gelben Feld positionieren. Bitteschön. Jetzt wissen wir ungefähr, wo ihr steht. Jetzt legen wir los. Bushido-Prozess und Abu Chaka, dazu Drogensumpf und Polizeirazzien. Außerdem etliche TV-Dokus zum Thema und natürlich die Serie 4 Blocks. Die sogenannte Clan-Kriminalität ist mindestens mal ein medialer Dauerbrenner. Dabei wird, so der Vorwurf, nicht nur Jagd auf Kriminelle gemacht, sondern möglicherweise auf alle, die zufälligerweise den falschen Nachnamen haben. Sippenhaft. Ist also unser Bild der sogenannten arabischen Clans nur aufgebauscht? Oder handelt es sich im Gegenteil um eine völlig unterschätzte Gefahr? Ja, es gibt sowas. Aber diese ganzen Sendungen und auch hier Zeitschriften etc., also diese ganze mediale Präsenz, was diese Clan-Kriminalität angeht, bauscht das viel zu krass auf. Was glaubt ihr? Auf welcher Seite dieses Feldes hättet ihr euch jetzt positioniert? Auf Gelb in der Mitte. Oder Grün? Bin gespannt auf eure Kommentare. Für euch, liebe Gäste, heißt es ab sofort wie immer, wenn ihr einem Argument der Gegenseite zustimmt, dann könnt ihr gerne einen Schritt auf sie zugehen, nach vorne. Oder wenn ihr sagt, das ist totaler Bullshit, was die da gerade erzählen, dann geht ihr gerne einen Schritt zurück. Das Ziel dieses Formats und natürlich auch mein Ziel ist es, möglichst viele von euch am Ende hier in diesem Kompromissfeld zu versammeln. Das hat schon diverse Male gut geklappt. Ich bin sehr gespannt, wie es heute so wird. In diesem Sinne, 13 Fragen. Hier kommt Frage Nummer 2 und die geht an Ali. Ali, du bist ja nicht nur ein besonders erfolgreicher Rapper, du bist ja auch der Cousin von besagtem Arafat Abu Chaka, der wiederum gilt als Clan-Boss oder zumindest als zentrale Figur in der Berliner Unterwelt. Bist du also nicht nur Teil einer Familie, sondern auch Teil eines kriminellen Clans? Ich bin Teil einer Familie, aber ich bin kein Teil eines Clans. Was sagst du zu Leuten, die sagen, ne, du gehörst auch dazu? Ja, das ist halt, wie du schon gesagt hast am Anfang, es hat irgendwas bisschen was von sippenhaft so. Es ist für mich nicht einfach, jedes Mal damit in Verbindung gebracht zu werden. Das bedeutet, egal was ich mache in meinem Leben, mir wird immer wieder danach gesagt, du bist ja Clan-Mitglied oder hast du nicht gesehen. Mittlerweile nehme ich das nicht mehr für voll, weil was soll ich denn machen? Soll ich jetzt, ich wurde nicht vorher gefragt, in welcher Familie ich reingeboren werden möchte. Und es ist so wie mit, wie soll ich es dir vergleichen? Zum Beispiel, du bist mit jemandem befreundet oder du bist mit jemandem cool und so, und dann irgendwann kommt der Streitpunkt und dann kommt immer derselbe Spruch so. Ja, du bist ja eh von so einer Clan-Familie und so. Kann ich gar nicht mehr für ernst nehmen. Ich finde, das Thema ist ein bisschen in den letzten Jahren ein bisschen zu heiß gekocht worden. Alles, jede Kleinigkeit ist schon heutzutage Clan-Kriminalität und das finde ich einfach ein bisschen lächerlich. Doro, was sagst du? Du bist ja Polizistin, du hast viel auch mit dem Milieu in Anführungszeichen zu tun. Kannst du das nachvollziehen? Würdest du einen Schritt auf ihn zugehen? Ich finde es halt schwierig, insofern, als dass wir ja auch aus kriminalpolizeilicher Sicht eben wissen, dass diese Familienstrukturen eben sehr verwoben sind. Ja, also man kann das halt nicht so ganz trennen. Ich verstehe aber auch, es gibt ja auch Teile von diesen Familien, die sich eben dadurch davon abgrenzen und eben sagen, nein, ich habe eben nichts mit diesen kriminellen Machenschaften zu tun. Ja, ich grenze mich davon ab. Clan-Kriminalität ist meiner Meinung nach gefährlich, weil es das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung deutlich beeinflusst. Ich habe nie behauptet, dass es sowas gibt, also kriminelle Machenschaften. Ich bin der Meinung, die gibt es gar nicht in meiner Familie. Die Suppe wird immer heißer gekocht, als sie gegessen wird. Aber wenn es jetzt hier nur um meine Familie geht, habe ich auch gar keinen Bock mehr, also hier mitzumachen, sage ich ganz ehrlich. Nee, es geht ja eben nicht nur um deine Familie. Sag ja nur, wenn es nur darum geht, habe ich keinen Bock mehr. Um deine spezielle Familie geht sowieso gar nicht. Ja, dann ist ja super. Aber also ich würde einen Schritt auf ihn zugehen, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt hier stehen würde und in dieser Art und Weise über meine Familie gesprochen werden würde, dann löst das natürlich auch eine Emotionalität aus. Und ich finde, das Beispiel von Ali Boumaier zeigt eigentlich, wie gefährlich es ist, wenn wir alles unter Generalverdacht stellen und wie schwierig es ist, auch mit dem Thema Clan-Strukturen fair und gerecht umzugehen. Ja. Und trotzdem finde ich es wichtig,
dass wir nicht die erste Frage stellen des Rassismus, ob das sozusagen rassistisch ist, wenn man das benennt. Es geht ja darum, dass von den Menschen, von den Verbrechen begangen werden, dass die dafür auch die Konsequenzen in Kauf nehmen müssen. Oh, schön. Unabhängig davon, ob sie Ali heißen, Ahmed heißen, Michael oder Melanie. Das ist sozusagen der... Top, diese Frau ist top, ehrlich. Ich stehe zwar auf der einen Seite, so sage ich mal, auf der Seite der Gegensprecher, aber hat bis jetzt sehr schön geredet. Ansatz. Aber wenn einer dabei ist, der sozusagen unschuldig ist und auch in der Generalverdacht gebracht wird, dann haben auch wir als Gesellschaft versagt. Und genau das, finde ich, ist die Herausforderung. Und ich finde, das kommt eigentlich ganz deutlich zum Ausdruck. Das heißt, du darfst gerne auf ihn zugehen in dem Falle. Und trotzdem muss man natürlich sagen, das BKA hat ja sogar eine Definition. Die sagen, Clan, der besteht laut Polizei aus Angehörigen ethnisch abgeschotteter Subkulturen. Also es gibt ja offenbar, Doro, dann doch irgendwie eine Kategorie, auch wenn die irgendwie sehr schwammig daherkommt. Ja, also das Problem, meiner Meinung nach, hat die Politik das so ein bisschen verschlafen, sozusagen früh genug anzugehen. Deswegen gibt es diese ethnisch abgeschotteten Subkulturen, ne? Also wenn man sich jetzt mal anguckt, wie war das vor drei Generationen zum Beispiel? Ja, da haben wir, es sind Flüchtlingsfamilien beispielsweise hergekommen, die eben aus ihrem Land geflüchtet sind aus diversen Gründen und kommen dann halt in ein Land, wo sie damals noch nicht arbeiten durften und so weiter und so fort. Und wie gehen die damit um? Aber Mohammed, glaubst du denn, dass wir jetzt aktuell bei solchen Definitionen, wie ich sie gerade vorgelesen habe, den richtigen Weg gehen? Ja, den kenne ich. Der war bei Die letzte Instanz oder so. Ich weiß nicht, wie das hieß, von Enisa Amani. Also wenn man das überhaupt Definition nennen kann. Also schwammig ist, glaube ich, auch sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich habe mich jetzt jahrelang damit auseinandergesetzt und auch kritisch auf die Polizeiarbeit in verschiedensten Bundesländern geguckt. Und da ist sehr, sehr viel falsch gelaufen. Vielleicht ist aber auch noch mal wichtig beim Thema Clanstrukturen. Das ist ja kein Kavaliersdelikt. Clankriminalität ist für mich deswegen ein Problem, weil es Opfer generiert. Das sind keine Bagatelldelikte. Es geht um sexuelle Ausbeutung, es geht um Prostitution, es geht um organisierte Kriminalität. Und meistens kommen die Opfer selber aus den Milieus. Und deswegen müssen wir darüber reden. Die Tatsache, dass viel schiefgelaufen ist, als die Menschen gekommen sind vor über 30, 40 Jahren, dass es die Residenzpflicht gab, dass man nicht arbeiten durfte. Ich habe viel mit diesen Jungs auch in Neukölln viel Zeit verbracht als Redakteurin, habe mit ihnen gedreht. Und da war keiner dabei, der keine Träume hatte oder der nicht partizipieren wollte an der Gesellschaft. Aber es war de facto so, dass sie nicht arbeiten durften. Aber nochmal, ich glaube, die Verantwortung liegt bei den Menschen immer noch, die diese Verbrechen begehen. Und das sind auch diejenigen, die diesen Nachnamen in Mitleidenschaft ziehen. Mir tun die Familienmitglieder leid, die damit nichts zu tun haben, aber kollektiv mit in Haftnahme genommen werden. Ich werde euch jetzt ein Beispiel einfach nennen. Ein Beispiel aus meiner Familie, Freunde, damit ihr versteht, dass man durch Familienmitglieder auch mal in Mitleidenschaft gerät. Ein Cousin von mir, Hanso, ja, den kennen viele von euch, der ist ab und zu in Videos von mir dabei. Er war auf der Realschule in Alsdorf, das war direkt gegenüber vom Gymnasium. Ich war dort drauf, hab beendet, war weg. Er wollte von der Realschule rüber zum Gymnasium. Er ist nicht so wie der Rest, sage ich mal, von uns. Er ist übertrieben der liebe Junge. Ja? Richtig korrekt, netter Junge. Er sah halt nicht so typisch aus wie der Rest aus meiner Familie. Jetzt mittlerweile ist schon sehr ähnlich geworden. Er hat einen riesen Vorteil gehabt. Man konnte ihn nicht direkt mit mir assoziieren. Warum? Weil seine Mutter ist die Schwester meiner Mutter, meine Tante. Aber die haben nicht dieselben Nachnamen. Ich habe den Nachnamen meines Vaters und er hat den Nachnamen seines Vaters. Alles war erledigt. Er wurde da angenommen mäßig. Die saßen da beim Direktor. Alles fertig und so weiter. Und gerade wo die gehen wollten, hat meine Tante einen riesen Fehler gemacht. Die hat zum Direktor gesagt, ja, das ist schön, da freuen wir uns drauf. Ja, einer seiner älteren Cousins war auch hier auf der Schule. Ich so, ja, wer denn? Ich so, ja, Mazdak. Auf einmal der Typ wurde weiß. Ich habe nicht viel Scheiße dort gebaut. Okay, für die Verhältnisse dieser Schule schon. Allein durch diese Aussage, die sie da getätigt hat, hat er im Nachhinein, obwohl da eine Zusage kam, obwohl alles eigentlich erledigt war, der hat nur gesagt, die schicken die Unterlagen zu, haben die eine Benachrichtigung gekriegt, einen Brief, wo drin stand, dass es Komplikationen gab, dass es da wohl doch nicht klappt mit der Platzverteilung und dass er da nicht zur Schule gehen darf. Und das nur, weil ich sein älterer Cousin bin? Was hat dieser Junge mit mir zu tun? Und nur damit ihr mal versteht, was für Auswirkungen sowas haben kann und dass ich das zu 100% nachvollziehen kann. Aber der Generalverdacht, der kommt ja nicht von den Familien, der kommt ja von der Gesellschaft, die da drauf schaut. Also irgendwie scheint ja der Umgang, zumindest laut Mohammed, der falsche zu sein. Aber das man muss doch darüber auch berichten, wenn das passiert. Genau, darüber berichten ist ganz wichtig. Da können wir auch nochmal Medienkritik machen. Einige Kolleginnen und Kollegen lassen sich einfach Dinge erzählen.
wir sind die Harten, wir gehen durch Neukölln, vor Blocks gucken und dann nochmal in die Reportage reinkippen. Und das kommt tatsächlich kriminellen Menschen zugute, weil die auf dieses harte Image auch aufbauen. Beim Thema sogenannte Clankriminalität, mit der ich mich auch als investigativer Journalist auseinandergesetzt habe, kann ich sagen, ich bin kein Kriminologe, weiß aber, dass Polizeiarbeit, die nach rassistischen Mustern funktioniert, nicht im Sinne unserer Sicherheit ist und mehr Schaden anrichtet, als dass sie Dinge aufklärt. Wenn wir sagen, in Berlin gibt es zum Beispiel 1000 Fälle pro Jahr an sogenannter Clankriminalität. Wenn man sich die Statistik anschaut, und das haben sehr wenige Kolleginnen und Kollegen in der Vergangenheit gemacht, dann findet man tatsächlich Drogenkriminalität oder Zwangsprostitution neben zu schnell gefahren auf der Autobahn oder zu langsam gefahren auf der Autobahn. Und dann kann man sich irgendwie da auch nochmal die Dimension des Problems anschauen. Wenn sich ein Innenminister hinstellt, egal in welchem Bundesland, und sagt, ich habe diese Kriminalität und ganz viele Kolleginnen und Kollegen bei der PK nicht kritisch nachfragen, läuft auch aus medialer Sicht etwas falsch. Da können wir auch mal bei dir nachfragen, Ria. Du bist ja Strafverteidigerin und du hast viel mit dem Thema zu tun. Hat man mit dem falschen Nachnamen Schwierigkeiten, sagen wir mal, vor Gericht? Also wenn man vor Gericht ist, dann hat man ein Problem, auf alle Fälle, egal mit welchem Nachnamen. Ich meine, dass ein großes Problem darin besteht, dass die Medien so tun, als sei das die Kriminalität an sich, sowohl in quantitativer als qualitativer Hinsicht. Und das stimmt einfach nicht. Das ist ein Bereich von vielen, der absolut überbewertet wird. Was ich berichten kann, ist, dass es auf alle Fälle im Nachgang, also beim Vollzug von Gefängnisstrafen und so weiter, auch Probleme gibt, weil die viel weniger Chancen bekommen als andere und da gerne anders behandelt werden sollen als andere. Und der normale Mensch, der normale Inhaftierte, der sich da eben nicht diesen Vorurteilen ausgesetzt sieht. Was heißt anders behandelt werden wollen? Na, zur Frage von, ob den Chancen gegeben werden, sich in sogenannten Lockerungen zu bewähren und all das. Da wird dann eben gerne aus Sicht der Staatsanwaltschaft, die denjenigen dann OK-Vermerk aufdrücken, ohne dass das Gericht das, also ein OK-Vermerk heißt, dass gesagt wird, derjenige ist der organisierten Kriminalität zugehörig, obwohl das Strafgericht das gerade nicht festgestellt hat. Die sind dann einfach mehr belastet und in ihrem vollzuglichen Fortkommen gehindert. Ralf, was antwortest du darauf? Also die Sache mit dem Generalverdacht ist ein Problem für viele, aber nicht für alle. Ich finde es wichtig, über diese Problematik zu berichten, weil ich gesehen habe, wie diese Problematik immer größer wurde und die ist sehr eng mit der Migration verbunden und man hat sie jahrzehntelang einfach übersehen. Bei manchen Familien, wenn ich ein Geschäft habe und jemand bei mir arbeiten will, dann werde ich mir richtig überlegen, ob ich das tue, weil ich weiß, wenn bei dem kleinen Konflikt, da habe ich die ganze Sippe vor dem Laden und ich kann nicht mehr raus. Und das ist der Unterschied zwischen dieser Clan-Kriminalität und der organisierten Kriminalität. Sie beruht auf Verwandtschaft. Kannst du das nachvollziehen, was er sagt? Hast du das schon mal erlebt selber? Da bin ich jetzt gespannt, was er sagt. Denn das, was er da sagt, hat er zu 100% recht. Zu 100.000% hat er recht. Ja, weiß ich nicht. Wenn mein kleiner Bruder ein Problem hat, komme ich natürlich. Wenn ich dafür Clan bin, dann bin ich Clan. Dann bin ich Clan. Gut, du nennst es aber Familiensolidarität. 100%, das ist mein kleiner Bruder. Ganz kurz zu sein, ich habe es nicht vergessen. Wie bewertet ihr das, was er gerade gesagt hat? Also ich finde, diese Haltung, die mag allenfalls für Psychologen interessant sein. Es ist einfach Schwachsinn, finde ich, also ganz ehrlich. Wieso? Es ist einfach Schwachsinn, sich darüber aufzuregen, dass Menschen zueinander halten. Ja, und erst recht, wenn sie familiär verbunden sind. Ja, in jedem anderen Kontext würde man das erwarten voneinander und wird das gepredigt und gelebt. Ja, oder vermisst, wenn es hier nicht mehr so ist. Das wäre bei deutschen Familien doch genauso. Ja, und zu sagen, wenn es einen Konflikt gibt, ein Konflikt ist noch keine Straftat. Ja, und daraus kann man auch nicht herleiten, dass wenn es ein Problem gibt und ein großer Bruder sich für einen kleinen Bruder einsetzt, dass damit dann eine Straftat einhergeht. Und es ist vor allem Schwachsinn zu behaupten, dass Clan-Kriminalität, also dass die Straftaten miteinander begehen müssen, weil sie miteinander verwandt sind. Da stimme ich ihr natürlich zu, aber was der Typ da gesagt hat, der Islamwissenschaftler, hat zu 100% recht und das rafft sie nicht und das hat sie selbst noch nie am eigenen Leibe zu spüren gekriegt. Und ich kann verstehen, wenn der Typ sagt, ja, ich würde niemals
einen aus so einem Clan bei mir einstellen. Und da kommt der Punkt zum Fassen, was diese Frau hier gesagt hat. Man muss die Leute, die so sind, sofort zur Rechenschaft ziehen, die kriminell auffallen. Aber ihr berichtet ja von Einschüchterungsversuchen, das heißt möglicherweise von Nötigung. Ne, das hast du ja gemeint. Ich will nur wissen, das hat davon berichtet er, dass dir das... Bei der Justiz kommt noch schlimmer. Also wir haben eine Paralleljustiz, die versuchen, ihr Problem untereinander zu lösen. Ich nenne ein Beispiel. Ich wurde doch bedroht und stand unter Personenschutz. Mhm. Ja. Es gibt zwei Wege. Entweder halte ich mich an den Rechtsstaat und verhalte mich, wie ich gemacht habe, mit allen Nachteilen. Oder ich habe Kontakte in der Gruppe. Ich kenne viele Leute. 16 Jahre lang habe ich mit denen gearbeitet und die alte Generation war in meinem Büro in der Beratungsstelle. Der Weg von denen wäre, dass ich jemanden einschalte, dann gibt es ein Treffen mit denen, ich entschuldige mich, wir küssen uns und die Sache ist erledigt. Verstehen Sie? Da stand ich vor der Wahl. Ich glaube, wir dürfen das auch nicht miteinander... Bitte. Das merkt man ja auch gerade. Ich komme selber aus einem Kulturkreis, der kollektivistisch geprägt ist. Und das ist der ganz große Unterschied zu einer individualisierten Gesellschaft. Ich habe 10 Geschwister, wir sind 11 Kinder zu Hause, ich habe eine große Familie. Das heißt, wenn wir dieses Thema ansprechen, beispielsweise auch das der rassistisch gelesenen Menschen, die benachteiligt werden, und das ist einfach Fakt, lass uns die Sachen benennen, wie sie sind. Wenn du den falschen Nachnamen hast, kriegst du keine Wohnung und kriegst auch nicht den richtigen Job. Und dann musst du noch nicht mal Abu Shaka heißen mit Nachnamen. Kein Bankkonto. Ja? Das heißt, das ist schon mal klar, dass da eine Nachteiligung ist bei Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte. Wenn aber noch der Kriminalitätsaspekt dazukommt, dann ist das natürlich noch mal eine andere Komponente. Und dann finde ich es falsch, das nur rassistisch zu lesen. Das heißt, es ist ganz wichtig, glaube ich, auch für die aufnehmende Gesellschaft, auch für Deutschland als Einwanderungsgesellschaft, im Zeitalter der Pluralisierung zu verstehen, was da passiert und zu überlegen, was wir alle daran sozusagen ansetzen können und tun können, damit der Nachname Abu Shaka in 20 Jahren nicht mehr mit Kriminalität in Verbindung gebracht wird. Was meint ihr? Besteht ein Generalverdacht, wenn du den falschen Nachnamen hast? Klar, da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Vielleicht habt ihr ja sogar den falschen Nachnamen. Was sind eure Erfahrungen? Ich finde meinen Namen schön. Fragen wir doch mal die Polizistin. Wir haben ja eine da. Gehen bei bestimmten Familiennamen die Alarmglocken an? Auf dem Revier? Sagt man dann, jetzt müssen wir aber nicht mit zwei Kollegen hinfahren, sondern wir nehmen lieber mal... Wir sind ja alle nicht vorurteilsfrei. Ja, also wir haben ja alle Vorurteile. Es ist eben nur wichtig, dass wir uns eben auch insbesondere als Polizei immer wieder ins Gedächtnis rufen und zu sagen, ja, wir haben Vorurteile und wir müssen aber damit umgehen. Wir müssen versuchen, so weit wie möglich das Ganze trotzdem objektiv zu sehen. Ja, ich bin ja auch nur ein Mensch, ich bin kein Roboter und ich würde sagen, ja, es gehen Alarmglocken an, weil man eben bestimmte Erfahrungen vielleicht schon gemacht hat und davon bin ich nicht frei, also auch als Polizistin nicht. Wissen Sie, wann meine Alarmglocken angehen? Wenn die Tür mit Rambock eingetreten wird und ich mit Springerstiefel auf den Kopf getreten werde, obwohl ich ganz allein in der Wohnung bin, da gehen meine Alarmglocken an. Ist dir das passiert? Wenn man jahrelang nicht mehr schlafen kann, wenn man irgendwas im Haus hört. Und wenn man dann hört, wir haben uns an der Tür vertan. Weißt du, ich meine, da gehen meine Alarmglocken an. Ist dir das passiert? Ja, ist mir passiert, zweimal hintereinander. So, und genau das, darauf zielte meine Frage ab. Bei der sogenannten Clankriminalität gibt es ja die Politik der 1000 Nadelstiche, sagt man. Und genau da wird über die Verhältnismäßigkeit gesprochen. Ne? Also muss man mit einer Hundertschaft einen Späti zum Beispiel kontrollieren gehen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Was würdet ihr denn vorschlagen? Was wäre denn verhältnismäßig? Wirklich evidenzbasiert einfach Kriminalität bekämpfen. Es kann ja nicht sein, dass der Bezirksbürgermeister von Neukölln zusammen mit der Polizei und einigen Kolleginnen und Kollegen sich absprechen, um etwas zu inszenieren. Ich habe das auch nochmal nachrecherchiert. In der Sonnenallee, großes Tamtam, viel Polizei. Immer wenn ich nachfrage danach, was wurde eigentlich gefunden, entweder ein paar Kilo unversteuerten Shisha-Tabak, und ich bin nicht dafür, dass Shisha-Tabak nicht versteuert wird oder so, und das war's. Und das geht nicht. Aber dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, weil in der Boulevardpresse, in öffentlich-rechtlichen Medien auch oder auch in Privatsendern schon diese Bilder quasi gesendet worden sind. Und da würde ich mir wünschen, dass weniger auf Inszenierung und mehr auf faktenbasierter Polizeiarbeit und Berichterstattung gesetzt wird. Wenn man denn das erste Lagebild der Polizei über Clankriminalität von letzter Woche sieht, dann sind die
Straftaten, die Masse der Straftaten ziemlich beachtlich. Also das ist kein Bagatelldelikte und das ist nicht aus Bösheit und Antirassismus, aus Rassismus, dass die Polizei sowas macht. Ich kenne die Arbeit der Polizei, ich weiß, welche Anstrengungen sie macht und welche Ergebnisse sie haben. Man braucht nur ihre Berichte zu sehen, um zu merken, wie ausgewogen, wie vorsichtig und wie sie an der Sache ganz, ganz sachte rangehen. Genau um diesen Vorwurf von Rassismus entgegenzukommen. Aber überzeugt dich das, Ria, was er gerade sagt? Weil es gibt ja offenbar kriminelle Strukturen, die man angehen will. Ja, also es überzeugt mich nicht. Ich will das nicht kleinreden. Natürlich gibt es Straftaten in dem Bereich und von diesen Leuten begangen. Aber was mich ganz erheblich stört, ist, dass da sehr, sehr unter die Linse geschaut wird und ein sehr enger Tunnelblick vorgenommen wird und sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt wird, was Kriminalität ist, wer Kriminalität begeht. Kriminalität ist immer auch ein Mangel an Möglichkeiten und wie sich das entwickelt. Und man muss da einen viel größeren, auch einen zeitlich größeren Blick nehmen. Aber ja? Das finde ich jetzt gefährlich, was Sie sagen, weil ich finde, dass Sie das jetzt damit relativieren. Das ist ja das Totschlagargument, zu sagen, es gab keinen anderen Ausweg und deswegen musste jemand in die Kriminalität abrutschen. Also ich glaube, Sie sollten auch auf die Entscheidungsfähigkeit des Individuums setzen. Ja. Richtig, 100%. Hat die Frau wieder recht. Sie ist super. Sie steht zwar auf der Anti-Seite, wo ich mich vielleicht jetzt nicht positioniert hätte, aber sie redet besser als alle anderen zusammen. Sie hat zu 100% recht. Und ich finde, dass sie es damit relativiert. Das, was du eben gesagt hast, ja, also dass wer auch immer ein Remo, wir können ja auch mal einen anderen Namen ins Spiel bringen, dann die anderen Remos belastet, wenn er sich selbst strafbar macht. Also ich habe noch kein Strafrecht. Das habe ich nicht behauptet, da legst du mir jetzt was Falsches in den Mund. Doch, dass die Verantwortung für ihre eigenen Straftaten tragen und damit auch verantwortlich sind, wenn dann andere Remus, die keine begehen, diskriminiert werden. Aber selbstverständlich ist man das. Wenn Sie jetzt ein Verbrechen begehen würden, dann sind Sie doch selber dafür verantwortlich, oder wollen Sie das kleinreden? Ja, ich bin verantwortlich, aber ich diskreditiere damit nicht jemanden. Natürlich tun Sie das, automatisch. Da machen Sie sogar ein Ausrufezeichen hinter. Aber ist der denn sogar, verantwortlich? Wird sogar, dem dann von irgendeinem Strafrichter auf der Welt als Strafzumessungsgrund gesagt, also da gibt es noch mal 6 Monate extra für, dass du hier dafür sorgst, dass ich jetzt mein Leben lang alle Müllers doof finde? Also das kann man in dem Sinne nicht vergleichen, Quatsch. Weil es dieses Konstrukt bei der Familie Müller nicht gibt. Ich kenne es nicht. Ich persönlich kenne es nicht. Aber wenn dem so wäre, dann gilt dasselbe natürlich auch für Familie Müller. Nein. Genauso wie für die italienische Mafia. Ja, das hat also aber... deswegen, das ist für mich sozusagen das ist keine ein Frage... Moralisieren und das ist, hat mit Rechtskenntnissen und es ist keine Frage der Herkunft. Es ist eine Frage der Verbrechen, die begangen werden oder eben nicht. Halte ich mich an diesen Rechtsstaat oder tue ich das nicht? Und es ist mir wirklich egal, wo derjenige herkommt. Kannst du damit gehen, dass natürlich die Schuldigen auch im Fokus stehen? Ein Straftäter ist für das verantwortlich, was er gemacht hat. Genau. Strafrechtlich ist er dafür zur Verantwortung zu ziehen oder muss mit den Konsequenzen leben. Aber der trägt keine Verantwortung für wen auch immer, wie der dann behandelt wird von der Gesellschaft. Die Gesellschaft trägt die Verantwortung dafür, wie wir andere behandeln. Genau so habe ich das ja auch gesagt, dass derjenige für sich selber verantwortlich ist. Aber wenn die Gesellschaft dann beispielsweise den Sohn oder den Bruder anders liest, dann haben wir ja sozusagen das Zusatzproblem. Und dafür müssen wir natürlich die ganze Gesellschaft mit in sozusagen in die Pflicht nehmen. Ja, aber dafür ist dann der einzelne Straftäter nicht verantwortlich. Wir haben diesen Tunnelblick, weil wir nun mal nur mit diesen Leuten konfrontiert werden, die da in Verdachte geraten. Aber wir sehen all die anderen Remus, Abu Chakas, Al-Sainz, sonst wen nicht, die ein ganz normales Leben führen, die vielleicht nur 2 Geschwister, 2 Kinder haben oder auch 10 und sich keiner von denen strafbar macht. Und von denen gibt es ganz, ganz viele. Ja, und die müssen wir noch mehr sichtbar machen und sehen. Da bin ich ja ganz bei dir. Hier bin ich doch, Mensch. Ja, eben. Du bist auch heute hier. Ja, dazu würde ich eben auch gerne noch mal was sagen. Nur ist es aber so, dass ja auch Strukturermittlungen ergeben haben, dass Gelder zum Beispiel, die durch die Großfamilie erwirtschaftet werden, eben auch als Unterstützung auch in diese Familienteile trotzdem mit reinfließen. Ja. Ob sie nun mal was damit zu tun haben wollen oder nicht, ob sie selber Straftaten begehen oder nicht. Das ist mit Sicherheit kein arabisches Phänomen. Nee. Ja, Geldwäsche. Nein, ist es auch nicht. Und Deutschland ist Geldwäscheland Nummer 1. Ja, seit Jahrzehnten vielfach abgemahnt von der Europäischen Union dafür und von allen anderen, ohne dass das irgendwas mit irgendeinem Araber zu tun hätte. Aber der Punkt, den Duzen jetzt mehrfach... Stark, hat sie gut gesagt.
hervorgeholt hat, nämlich, dass die Kriminellen auch mit dafür verantwortlich sind, dass die Familienmitglieder in Mitleidenschaft gezogen werden. Da könnte man ja auf der anderen Seite fragen, müssten sich nicht die ganzen rechtschaffenden Familienmitglieder noch stärker, vielleicht sogar öffentlich noch mehr distanzieren? Ich habe ein Problem damit, dass wir hier schon so tun, als so, wir reden gerade so nach dem Motto, wir haben Clans, die sind safe, die sind sicher da. Und jetzt reden wir über die Opfer der Clans. Mhm. Ich bin in Berlin, in Köln geboren und groß geworden. Ja? Mhm, ich weiß. Es wird auch egal, wer es mit dem Kopf schüttelt oder wer das witzig findet. Ich kenne alle Familien. Mhm. Und ich habe noch nie einen Clan gesehen, dass es Leute gibt, die Scheiße bauen. Kann sein. Was heißt? Das sind alles gute Familien. Ich kenne die alle. Ja, die sind, es gibt gute Leute, es gibt schlechte Leute. Ich habe Nachbarn, die sind scheiße, es gibt Nachbarn, die sind gut. Ja, aber ich habe noch nie in meinem Leben einen Clan, was für ein Clan. Ja, das habe ich auch eben. Das war ja diese Intention meiner Geschichte. Ihr könnt mir noch nicht sagen, nur weil ich Scheiße gebaut habe und noch zwei, drei andere Cousins von mir. Und diese Scheiße, die ich damals gebaut habe, war halt aus Naivität, Dummheit, ich weiß es nicht, zu viel Rap gehört, keine Ahnung. Aber wir waren dadurch kein Clan. Und trotzdem sind andere Familienmitglieder von mir, wie zum Beispiel auch Massi, mein jüngster Bruder, der ist jetzt gerade auch noch hier neben mir, der kann das sogar bestätigen. Er hat in der Schule auch übelste Probleme gehabt mit einem speziellen Lehrer, Herr Schmitz, der zu Massi gesagt hat, Tabai, sind Sie verwandt mit Mastak? Genau, danach meinte sie, ja, da meinte er so, ja, dieser Typ war echt eine Legende. Bei mir im Unterricht kam ein Realschüler von gegenüber nach hier und er hat einfach mitten im Unterricht Handys verkauft. War auch so ein Spezialfall. Und ja, ab da, ich hatte jede Klausur immer eine 5, doch einmal eine 4, danach eine 6, Durchschnitt immer von 5, bis ich dann in der 8. Klasse einen neuen Lehrer bekommen habe und dann bin ich von der 5 direkt auf eine 2 gedroppt. Immer im Unterricht, wenn ich angefangen habe zu reden, der hat immer so gesagt, ja, kannst du nicht richtig dich artikulieren? Obwohl jeder Lehrer meint, ich kann nicht perfekt sprechen, aber das Krasseste war, ich stehe, damit wir uns begrüßen am Anfang des Unterrichts. Dann sagt der Masti, du musst auch stehen. Ich so, ich stehe doch schon. Er so, ach so, ja, du bist ja so klein. Hat er mich dann nur noch so fertig gemacht. Ja, und das war halt das typische Beispiel dafür. Er hat nichts falsch gemacht, Masti. Nur weil ich sein älterer Bruder bin, hat er Shitstorm gekriegt. Dass es immer jemanden mal gibt, der Scheiße baut, kann ja wirklich passieren. Auch in meiner Familie gibt es Leute, die Scheiße bauen. Will ich nicht verneinen. Aber hört doch mal auf mit dieser Clan-Geschichte. Also du sagst, es gibt gar keine organisierte Kriminalität? Nein, gibt es nicht, gibt es nicht. Keine organisierte? Ich scheiße mit meinem Cousin. Ich habe 150 Cousins vielleicht in Berlin. Wenn ich jetzt mit einem also auf der Straße laufe und wir werden angegriffen und wir prügeln uns dann, ist dann Clan-Kriminalität? Kein Vater sagt zu seinem Sohn, geh mal jetzt raus und mach mal so und so. Sowas gibt es gar nicht. Egal, welche Familie gerade hier genannt worden ist, ich kenne die alle, viele von denen, das sind alles gute Menschen. Und der ganze Humbug, wir versuchen jetzt irgendwas einzureden, irgendwelche Stimmen in den Köpfen zu suchen, ja, und es gibt Clans, wir müssen alle aufpassen. Alles Bullshit. Es stimmt auch Ralf, nicht, dass ja, also das ist falsch, total falsch. Der Beweis, ich beziehe mich, und als ich mein Buch geschrieben habe, auf die Berichte der Polizei. Und die Polizei, das ist eine Antwort auf, was Sie gesagt haben, auch, die geht ganz vorsichtig damit um. Also die haben ganz empirisch angefangen. Ich rede in, die haben festgestellt, dass bei jeder Aktion, die treten immer als Bande, jede Aktion, da sind immer dieselben Leute. Und dann haben sie gecheckt und da haben sie gefunden, das sind ihre Verwandtschaft. Also die sind nicht von den Namen her ausgegangen, sondern von den Taten. Und dann haben sie festgestellt, es gibt hier eine Art Organisation, die auf die Verwandtschaft beruht. So ist der Begriff Clan-Kriminalität entstanden. Mohammed ist ja nun Journalist und der Neutralität verpflichtet. Du hast ja dann auch sehr viel in dem Thema recherchiert. Was glaubst du, gibt es kriminelle organisierte Strukturen? Ja oder nein? Natürlich gibt es kriminelle organisierte Strukturen. Die heißen Wirecard zum Beispiel. Beispiel? Die heißen aber auch, keine Ahnung, bestimmte ethnisierte... Airbnb. diese Diskussion hat der gut gesagt. Dimension. Boah, da hat Ali Boumaier reingehauen, Digga. Das war so stark, was er gesagt hat. Des Problems. Und ich würde gerne an einigen Beispielen nochmal das kritisch diskutieren. Sagen wir mal, dieses kleine Feld hier ist Niedersachsen. Und das hier ist Bremen. Und Bremen hat irgendwann mal gemerkt, diese rassistische Art und Weise, das zu framen, das funktioniert nicht. Das war so vor 5, 6, 7 Jahren. Deswegen haben sie die Methodik ihrer Statistik geändert. Das hat dazu geführt, dass ich in Bremen total sicher bin. Da gibt es ein bisschen Clan-Kriminalität, aber ist alles okay. Meine Mutter würde sagen, Bremen kannst du leben, kein Problem, Statistik, alles super. Wenn ich über die Grenze gehe nach Niedersachsen, um Gottes Willen, Araber überall, alles in Flammen,
Und das meine ich mit Statistiken auch kritisch lesen. Und die muss man wirklich kritisch lesen, weil was von staatlicher Seite aufgetischt wird, das ist meine Aufgabe als Journalist, das nochmal zu dekonstruieren. Dein Plädoyer ist total angekommen für mehr Differenzierung, auch gerade bei Statistiken, Polizeistatistiken. Aber wir haben offenbar, das ist offenbar eine Schwierigkeit bei diesem Thema, überhaupt eine Definition zu finden. Ne? Und trotzdem müssen wir immer fragen, wenn wie Ali sagt, es gibt keine Clans, haben wir dann kein Problem. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, es ist jetzt nicht wie in der Mafia, dass alles organisiert und durchstrukturiert ist mit Schmiergeldern hier, dass Polizisten geschmiert werden oder was weiß ich. Doro. Aus meiner Sicht haben wir bundesweit ein Problem, dass jedes Bundesland für sich so ein bisschen Clan-Kriminalität definiert und eben sagt, ja, das hier ist ein Clan. Bei Clans verbindet man sofort ja nicht die Deutschen, sondern die Araber. So ist es halt. Das ist gesellschaftlich einfach so, ist halt ein Begriff, mit dem man mittlerweile so ein bisschen was anfangen kann. Wobei die meisten der sogenannten Araber ja Deutsche sind, oder viele. Ich wollte sagen, genau, das ist ja das Orchester, genau. Das ist deutsche Staatsbürger. Ich kenne Deutsche, dagegen sind die Araber-Clans Kindergeburtstag, glauben Sie mir das? Es geht ja darum, unabhängig davon, wo man herkommt, das gilt natürlich auch für die andere Seite. Also wenn wir wie dieser Tage mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert sind, die haben nichts mit arabischen Großclans zu tun. Und dann das sind die großen Verbrecher. Das sind die, wo man sich da in Runden hinstellen muss und drüber diskutieren muss, ob die eine Gefahr für Deutschland darstellen, ja? Die in Milliardenhöhe Gelder veruntreuen. Die Politiker da oben, die von ihren Lobbyisten im Hintergrund wie Marionetten so gesteuert werden. Das sind die Verbrecher. Da möchte ich jetzt auch nicht relativieren. Aber da werden ja auch Gesetze gebrochen, da wird ja auch Vertrauen missbraucht. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, das auch alles im Blick zu haben, auch wie du es angesprochen hast, und sich nicht immer nur auf einen Tunnelblick zu konzentrieren und diese unconscious bias, also diese Vorurteile, die wir alle selber haben, auch immer wieder zu hinterfragen. Und natürlich macht es dann auch Sinn, über solche Begrifflichkeiten zu diskutieren. Denn nochmal, wenn jetzt daraus abgeleitet wird, dass jede arabische Großfamilie kriminell ist, dann ist das hochgefährlich und entspricht auch nicht der Realität. Ja? Und auf der anderen Seite glaube ich eben schon, dass die ganz. Und jetzt ist Ria, glaube ich, einen halben Schritt nach vorne gegangen. Ja, auch tatsächlich. Warum? Weil ich mich an die Spielregeln erinnert habe. Ja, sehr gut. Warum bist du nach vorne gegangen? Ja, weil du Sachen gesagt hast, die ich okay finde. Also, dass wir natürlich alles im Blick nehmen müssen und es nicht sein kann, dass wir jetzt ableiten, alle arabischen Familien seien kriminell. Viele Schritte seid ihr noch nicht gelaufen. Nee. Das überrascht mich bei dieser Art der Diskussion nicht unbedingt, bei diesem Thema vor allem, denn es ist auch wirklich ein bisschen diffizil. Aber zumindest, Ria, bist du wieder nach hinten? Ja, nein, du bist so halb nach vorne. Und du stehst, du sind eigentlich von Anfang an. Oh, schau mal, du gehst ja immer noch weiter vor. Ja. Ich bin Ali, nämlich was müsste passieren, damit du einen Schritt vorgehst? Weiß ich nicht, schwer zu sagen jetzt. Also die Dame in der Mitte hat schon Sachen gesagt, die ich fühle, so klar. Aber ich weiß nicht, das wäre alles so ein bisschen so. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man keine so schönen Worte hat, soll man am besten mal den Mund halten. Du hast uns doch schon mit sehr schönen Worten beglückt heute. Ja, aber das war's dann auch. Also, vielleicht kann ich ja was zu ihm sagen. Ja, bitte. Ali ist auf jeden Fall auch ein Vorbild für viele Kids da draußen. Gerade auch durch seine vermittelnde Art, seine verbindende Art, durch seine Social-Media-Auftritte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich genau darauf zu konzentrieren. Also auch, wie wir sozusagen werteorientierte Präventionsmaßnahmen, Bildungsmaßnahmen, Möglichkeiten, Empowerment schaffen können. Und ich glaube, wir brauchen auch Role Models aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die es de facto nicht gibt. Aber ich glaube, wir müssen uns noch viel mehr auf die verantwortungsbereite Gesellschaft von morgen konzentrieren. Und das muss auch die Politik verstehen, dass das im eigenen Interesse sein muss, wenn jeder Dritte Migrationshintergrund hat in Zukunft. Also die Frage ist nicht nur, was ist ein arabischer Großclan, sondern was ist Deutsch? Und dass wir letztlich auch alle Teil dieser Gesellschaft sein müssen, egal wie wir aussehen und wo wir herkommen, wenn wir das wollen. Wenn wir das wollen und die Ärmel dafür hochkrempeln, müssen wir aber auch die Möglichkeiten dafür bekommen. So, Frage an euch ist, was haltet ihr von dem Clan-Begriff? Wir haben ihn hier diskutiert. Gibt es eine Definition, die euch zufriedenstellt oder ist das totaler Schwachsinn, diesen Begriff überhaupt zu verwenden? Wenn wir ihn nicht verwenden, wie können wir das Problem, so wie es Ralf gesagt hat, wie können wir das Problem trotzdem angehen? Denn es gibt ja offensichtlich ein Problem mit organisierter Kriminalität. Also was sind die Begriffe, was habt ihr für Erfahrungen, beziehungsweise was habt ihr übrigens bis jetzt aus dieser Diskussion gelernt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber wir versuchen natürlich trotzdem irgendwie aufeinander zuzukommen. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen in so eine Art Kompromissrunde, ist jetzt ein bisschen schwierig. Dafür sind wir noch ein bisschen weit voneinander entfernt vielleicht. Aber vielleicht können wir uns ja auf gewisse
Thesen einigen. Ich fange mal mit einem an, mit der Frage der Kommunikation. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig gewesen. Also, wenn wir davon ausgehen, dass die mediale Berichterstattung über sogenannte arabische Clans verzerrt die Realität darstellt, in Sachen organisierter Kriminalität insgesamt, da muss man sagen, man hat den Eindruck, die sogenannte Clan-Kriminalität ist riesengroß. Du hast mehrfach gesagt, so groß ist das gar nicht. Manchmal wird es auch größer gemacht durch Statistiken. Zudem werden bisweilen, auch nicht immer, rassistische Klischees befeuert. Da sind wir uns, glaube ich, in dieser Runde auch einig gewesen. Also, ich sag mal, der Minimalkompromiss wäre jetzt meine Frage 11. Wir treten deshalb ein, wir alle hier, für eine erhöhte Sensibilität in der Kommunikation, sowohl bei Polizei, Medien als auch bei uns selbst. Könnt ihr euch darauf einigen? Dann würde ich euch bitten, einen Schritt vorzugehen. Das ist mal so, dass wir mal so abchecken, wo wir hinkommen. So, und jetzt merkt euch bitte, wo ihr steht. Hey, Ali. Oh, Ali, Ali, Ali. Er tut sich so schwer als Rebell, ja, Sturkopf. Und steckt mal die Köpfe zusammen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Weil das eben stigmatisiert wird. Nein. Da kommst du gar nicht mit. Einfach nur das rauszuschlagen, was das Gesetz überhaupt vorsieht. Nein, das ist mehr als merkt ihr selber. Aber natürlich habt ihr jetzt auch Ali die Gelegenheit. Redet gar nicht. Was ist der Kompromiss? Sagen wir mal eine These, vielleicht ein Appell, eine Bitte, die ihr formulieren könnt, wo sich alle grün wie gelb einigen können. Bin gespannt, ob euch was eingefallen ist. Gerade bei diesem schwierigen Thema. Keine Ahnung, es ist schwierig. Habt ihr irgendwas? Ja. Auch nicht. Schwierig. Es fällt nichts ein. Ja. Euch? Habt ihr was? Schwierig. Ich bin gegen Konsens. Ist auch voll okay. Der gute Streit. Ist auch voll okay. Also, ich frage jetzt Gruppe Gelb, habt ihr einen Kompromissvorschlag? Ja, also um einen Kompromissvorschlag zu machen, muss man eine gemeinsame Basis. Auf den Begriff Clan kann man nicht verzichten. Mhm. Geht's bei euch drüben? Gibt's da irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, damit kriegen wir sie? Die Frau Anwältin spricht bei uns. Also natürlich kriegt ihr uns mit Forderungen nach frühzeitiger Integration, danach einen Gesamtüberblick zu behalten und sachlich zu bleiben. Das ist, da gehen wir natürlich mit, klar. Also frühe Hilfe statt späte Härte. Ich überspitze ein bisschen, um meinen Punkt klar zu machen. Lieber nicht die Hundertschaft zu Ali schicken und das Geld investieren in einen Sozialarbeiter. Einfach mal klopfen. Einfach mal klopfen. Also ich fasse es zusammen. Oder anders, weniger Racial Profiling und mehr der Spur des Geldes folgen. Weniger Racial Profiling und mehr der Spur des Geldes folgen. Könnt ihr dem folgen? Also sozusagen, ja, wenn dann geht sozusagen... Wieder will ich so einen kleinen Schritt vor. Jetzt haben beide gleichzeitig gesprochen. Ja, klar gehe ich damit. Und ich rede aber auch darüber, wer welche kriminellen Taten begeht und wie sich das entwickelt, ja. Und wenn eben heute gesagt wird, das sind die Araber, dann weil da heute eben ein Blick drauf geworfen wird und einmal deshalb, das ist auf alle Fälle eine politische Entscheidung, wer verfolgt wird, wer gerade verfolgt wird, weil die Ressourcen nicht da sind, alle zu verfolgen. Ja, und jetzt ist es gerade gewollt, dass es die Araber sein sollen. Und wo ich auch mitgehen würde oder was auch meine Forderung wäre, auch wenn es vielleicht überrascht, dass man die Polizei und die Strafjustiz einfach viel, viel besser ausstattet. So, ja. Auch da ein Kompromissvorschlag. Da kommt einen Schritt nach vorne gehen. Ja, weil zwei ja, und zwar eben also nicht nur mit besserer Technik, sondern auch intellektuell, um es mal so zu sagen. Ja, ach so. Nicht nur Technik, sondern auch intellektuell besser ausstatten. Ja. Ich weiß, diese Diskussion ist wahnsinnig anstrengend und sehr komplex. Ich bilde mir trotzdem ein, dass man eine gewisse Empathie für verschiedene Positionen hier entwickeln konnte. Wir werden am Ende hier niemanden im Kompromissfeld haben. Ehrlicherweise finde ich das nicht total überraschend bei dieser Diskussion. Ich danke euch sehr, dass ihr trotzdem teilgenommen habt und euch immerhin auch ein bisschen bewegt habt. Vielen Dank. War gerade nicht böse gemeint, mit die verdienen ja kaum was. Ich meine das eher Profi für die Polizei. Ich finde, die verdient safe unterbezahlt. Nicht, dass du es jetzt irgendwie falsch verstanden hast oder so. Alles gut. Dass du immer noch da hinten stehst, obwohl du die ganze Zeit sagst, du hast recht, du brauchst mehr Geld. Nee, hey, aber es ist halt... Komm, gib dir noch einen halben Schritt ruck. Nee, ich fühle mich hier wohl. Du fühlst dich da wohl, alles klar. Super, herzlichen Dank euch allen. 13 Fragen waren das. Danke.
waren das wirklich 13 Fragen. Ich glaube, das Erste bei dieser Thematik ist wirklich auch das Schweigen zu brechen. Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, wie tabuisiert das Thema ist, auch als Angst davor, Fehler zu machen. Es ist auch ein vermintes Feld. Es gibt viele Verletzungen, Schmerzen auch auf beiden Seiten. Und ich glaube, die Kommunikation darüber ist ein erster wichtiger Schritt. Und so habe ich diese Diskussion heute auch verstanden. Ja, also ich finde es sehr gut, dass überhaupt darüber geredet wird. Ja, ich finde es auch immer gut, konfrontativ zu reden. Was ich mitnehme, ich freue mich über jeden, der sich ernsthaft damit beschäftigt. Das Gefühl hatte ich oder den Eindruck hatte ich bei dir ganz doll. Ja, die beiden waren die einzigen, die erstens aufeinander zugegangen sind. Zweitens wirklich, wo man gemerkt hat, die haben was in der Birne. Es ist nicht nur diese sture, nein, ich hab recht. Es geht hier nur darum, wer recht hat und wer nicht. Sondern wirklich, die versuchen, was zu ändern. Und der da auch mit Fakten argumentieren kann und vor allem auch damit mit Berichten von Jugendlichen, Betroffenen und so weiter. Das nehme ich auf alle Fälle mit. Also ich habe heute definitiv von ihm gelernt, dass, beziehungsweise mein Bewusstsein hat sich einfach nochmal ein bisschen gestärkt. Dieser Blick auf diese ganzen Statistiken, ja, also du hast es vorhin sehr bildlich beschrieben und das ist schon so, ja, da müssen wir uns auch hinterfragen, was ist so in den Medien und so, was wird denn da publik gemacht, welche Schlagzeile kommt denn wieder in die Zeitung? Ist das vielleicht wirklich so oder hinterfragen wir uns vielleicht ein bisschen und informieren uns selbst ein bisschen über das Thema, bevor wir das so stigmatisieren? Ich bin in meiner Arbeit als Rechercheur und Journalist hier auf kritische Perspektiven auch innerhalb der Behörden angewiesen. Das heißt, wenn du was zu berichten hast, Quellenschutz 100%. Ich fand es natürlich immer auch interessant, auch nochmal der anderen Seite zuzuhören, um zu verstehen, was eigentlich vielleicht ein Defizit ist. Und ich glaube, dass es wir noch mehr über kritisches Lesen von Informationen reden müssen. Sowohl in den Medien, aber auch von den Behörden ausgehend. Ja, das war ja heute keine klassische Pro-Kontra-Diskussion, aber ich glaube, es ist doch gelungen, Empathie zu erzeugen für die... Ich hatte mich jetzt gefreut, als letztes Duo Ali und den anderen Sturkopf da zu sehen, aber so weit ist es nicht gekommen, schade. Die einzelnen Argumente, sowohl von Ali als auch Mohammed, Ria oder Dorothea und den anderen, das sind ja alles legitime Positionen in dieser Debatte. Und wenn ihr ein bisschen mehr Verständnis gewonnen habt, dann würde ich mich freuen. Ja, wer hat euch überzeugt? Bei wem habt ihr vielleicht sogar eure Meinung komplett geändert? Schreibt's gerne in die Kommentare. Und wenn euch 13 Fragen gefällt, hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Sehr, sehr geiles Format, Freunde. Ja, wird sich jetzt öfters gegönnt. Und wer mir am besten gefallen hat, naja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, war die mit den rosanen Jacketten. Sehr stark, was sie da gesagt hat. Schreibt ihr mir mal, wie immer, eure Meinung unten in die Kommentare rein zu dieser Thematik. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.